Recht herzlich willkommen zur 53. Folge von Kerbal Space Programm. Ja, wir haben oben den Podke im Himmel oder in der Umlaufbahn. Und wir brauchen ihn aber nur noch zurückbringen, hat der Dralo gesagt, der mir die Antwort geliefert hat, wo ich die Frage letztes Mal gestellt habe. Und ich brauche nur auf Retrograde stellen hier bei Podge und dann auf 40.000 runter und das war's. Ach so, ein Gu-Kanister sollte ich nochmal zurücksetzen. Den können wir vielleicht nochmal woanders gebrauchen, meint er. Also unten. Ne, jetzt sind wir da. Da, so jetzt. Klicke ich jetzt hier immer das Verkehrte an. Ja, genau so ist es. So, den setzen wir zurück. Und dann ist alles gut. So, das haben wir. Und jetzt müssen wir nur auf 40.000 runter mit. Oh, ist gerade vielleicht passend, ne? Oder? Hier unten aufmachen. Und aufmachen. Na komm schon, jetzt. Und dann brauche ich hier nur hier beschleunigen und dann geht es schon runter. Auf 40.000. Wo ist er? Da. Und siehe da, alles erledigt. Gut. Das war's dann in dem Sinne. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen mal einen Sprung bis hier, ab hier. Und alles wird gut, oder? Geht das so? Einfach, ja, der springt ja gleich zurück, oder? Ja, da ist er. Gut. Und dann können wir eigentlich wieder zurückgehen. Gucken uns das Ganze hier an. Ach so, wir haben da noch was dran, ne? Das müssen wir noch loswerden, oder? Ja, wenn wir das, glaube ich, nicht abmachen. Ja, ich glaube, das schaffen die Fallschirme dann nicht und nachher geht da was kaputt oder so, ne? Ich glaube, wir machen das mal gerade umgekehrt hier. Sprengen das dann ab, oder? Würde ich jetzt mal sagen, oder? So, jetzt machen wir wieder den. Und besser ist das, glaube ich. So. Alles gut. Weiß nicht, ob wir das alles richtig gemacht haben, aber ich glaube schon, Höhe sehen wir da oben, 50.000. Wir können mal ein bisschen schneller machen, ne? Dass das alles was wird. So. Oder lieber so, so. Und dann müssen wir irgendwann nur noch die Fallschirme rausjagen. Dann war es das. Hier Terrain ist hier zu sehen, das ist die wirkliche Höhe. Sieht gut aus, oder? Alles gut. So. Da geht schon ganz schön, ne? Und da flackert auch immer was, was ist, kann ich jetzt nicht erkennen. Aber naja. Wir verlieren jetzt an Höhe. Luftwiderstand wird dann gleich größer. Jetzt hat sich der Bildschirm gedreht, ne? Nicht der Flugrichtung. Aber ich habe nichts gedreht, das kam von alleine. Okay. Sieht schon krass aus, ne? Muss man ja sagen. Richtig cool. So, jetzt heizt sich was auf. Jetzt müssen wir aber auch gleich schon irgendwie mal langsamer werden, oder? Ne, nicht wirklich. Hier werden wir erst langsamer, ne? Wir werden es sehen. Ja, dann hat der Dralo noch ein paar Sachen geschrieben, die ich gerade ansprechen kann.
Man könnte mit einem Auftrag, den man annimmt, dann ein Triebwerk, was sehr effizient ist, nutzen, um dann ein Fly-by-Moon und Minos machen kann. Und ja, dann das Sonnensystem verlassen. Das war auch ein Kontrakt, glaube ich, den man da machen konnte. Das wäre nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal höher. Sind wir 10.000, 9.000? Da rechts sieht es genauso aus. Ich glaube, das könnte sein, dass wir über Wasser sind, oder? Auf jeden Fall ist es ziemlich flaches Gelände dann. Es ist wohl Wasser, oder? Kann aber auch täuschen. 5.000 Meter haben wir noch. Ist wohl Wasser, oder? Naja, aber wir wollen gleich den Fallschirm dann noch rausjagen. So auf 2,5. Der Dralo hätte das ja gern lieber bei 4.000. Aber ich mach das mal hier. Sind die kaputt gegangen? Nö, sind alle da. Gut, sollte funktionieren. Langsamer werden wir noch. Also alles gut. 1.100, 1.000. Ja, kommt hin, dass das passend ist. Und wir wassern, leider. Wassern wir, dann können wir keinen Report mehr machen, oder doch? Müssen wir gleich gucken, was geht oder nicht geht. Ne, das habe ich jetzt was Falsches erwischt. Wo ist er denn? Da ist er. Temperatur messen. Ändert sich nichts. Keep Data. Nichts machen. 600 Meter noch. Ja. Ja, werden wir, ich weiß nicht, ich glaube, wir können da gleich nicht das was nochmal messen, ne, wenn wir gelandet sind. Ich weiß es aber nicht genau. Können wir ja dann ausprobieren, sehen wir dann. Ich mache mal einen Tacken schneller, bis wir unten sind. Dauert es ja noch 500 Meter. Okay, 400 Meter. Hundert. Und den Rest lassen wir mal langsam gehen, weil ich kann mich entsinnen, dass es da auch mal irgendwie ein Problem gab, dass wenn man die Zeitbeschleunigung anhat, dass man dann kaputt gehen könnte. Und dann wassern wir gleich. Warte, ich muss mal das Thermometer sofort finden. Da ist es, wenn. Und der Gukan ist jetzt dann. So, wir sind gewassert. Und gucken wir mal, ob da was geht. Oh, geht sogar. Cool. Das war jetzt der andere offen, ne? Dann ist der vom All, genau. Dann können wir hier Keep Data machen und das Thermometer. Kriege ich jetzt nicht angeklickt, oder? Ach, das ist auch so ein bisschen schwierig, ne? Doch, da ist es. Jetzt können wir die Wassertemperatur noch messen, da gibt es auch ordentlich was für. Wunderbar. Gut, und aussteigen? Geht das? Ja. Eigentlich müsste das gehen, ne, oder? Ich probier's mal. Oh, oh. Er ist noch dran, ne? Den Report kriege ich auch noch hin. Und Babyboard.
War ein Risiko, aber es hat geklappt. Oh, wenn Podge gestorben wäre. Gut, ja, das war's, ne? Dann können wir das Gefährt bergen. Alles gut. Alles prima. Und wir haben ordentlich Points gekriegt, ne? Das hat sich richtig rentiert. Gut. 131 Science, 154.000 Geld zurück. Ja, hier ist jetzt nicht so viel passiert, oder wie sehe ich das? No XP Gain? Naja. Alles dann. So, dann gehen wir hier rein. Und wir gucken mal, war das hier unten mit Electric? Ich glaube ja, ne? Da sind sie. Mehrere verschiedene? Ne. Gut, wir gucken aber gerade mal durch hier. Das nicht. Was war das denn hier? Barometer. Ist auch nicht so wichtig, ne? Okay, Länderpen. Tank. Und da sind diese Düsen. Alles easy. Das sind, oder das sind glaube ich auch nur, ja, Teile, die nichts bewirken. Das ist hier der Kappler und das hier war das Detachment Manifold, Hydraulic Detachment Manifold. Okay, da kann man es ausfahren. Das ist so ein G-Kappler. Hier kann man Kraftstoff rüber befördern von einem Tank zum anderen. Später mal interessant. Das war Tank oder was? Hier haben wir dann noch dieses Triebwerk. Und Liquid Fuel Engine, das kleine Oscar W. Fuel Tank. Und dann haben wir hier oben noch Solid Fuel Booster und ein Poddle und ein Skipper. Gut, wir machen aber hier unten erstmal so. Jetzt kurze Geschichte ist die, dass wir hier 90 Punkte brauchen und hier steht leider jetzt nichts, wie wir brauchen, oder? Da, wenn man drauf bleibt, 160. So, wenn ich die 90 nehme, dann bleiben die alle hier bei 90, die ganze Reihe. Hier bei 45 und das sollte sich eigentlich nicht ändern, meines Erachtens. So, na, das ist klar, das machen wir. Gut, haben wir. So, und wie man jetzt sieht, sind das immer noch 90. 45 und hier sind es auch noch 160. Also da hat sich nichts geändert. Wir müssen immer mit 90 weitermachen. So, das ist aber schon mal erledigt jetzt hier. Coole Sache. Dann gucken wir hier rein. So, und da sollte ich mal gucken zu den Verträgen. Momentan hatte ich zwei, ist aber nicht mehr da. Einer nur. Das ist der kleine Dingens, sag schon, den Antrieb, den wir testen sollen. Gut. Deadline 380 Tage, da brauchen wir uns also keine Sorgen machen. Das hat der Dralo auch geschrieben. Da haben wir also Zeit für. Gut. Da ist nix. So, und dann verfügbar. Den Terrier habe ich eingebaut. Jetzt weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Die Maximalgeschwindigkeit ist viel zu niedrig. 800 Meter die Sekunde braucht man da. Da ist ein Decoupler, den wir testen sollen. Ach, da ist der Terrier, okay.
Und die Geschwindigkeit, wo wir bei testen sollen, ist 200 bis 800 dazwischen. Und wir wären dann viel zu schnell. Zwischen 5000 und 14.000 Meter ist die Höhe. Und das wird dann wohl nicht gehen, das meint der Drado wohl. Oder aber, ja, wir brauchen das für eine andere Mission. Ach, das ist die Nordpol-Geschichte, die er da aufgeführt hat. Genau so war es. Ja, und den Arndt, den wir ja hier in so einem Test haben, den muss man teuer erforschen, aber man kann da die Sache machen, dass man damit weit wegfliegt. Ja, gut. Aber wir sind jetzt erstmal mit den Solarzellen unterwegs, denke ich mal. Und ich sollte mir noch, warte mal, ich sollte mir noch was angucken. Den Forschungsbaum sollte ich mir angucken. Genau, das war's. Dann gehen wir nochmal in die Forschung rein. Dann sollte ich mir triebwerktechnisch was anschauen. Landing, Landslide Control. Wo ist das? Aerodynamics, Advanced Construction, Fuel System. Das wird wahrscheinlich hier sein, oder? So, und da steht drinne Stay Putnik soll ich mir angucken, OCTO und HECS. Da ist es nicht bei. Was ist hier noch bei? Da gibt es auch noch sowas. Skipper. Vodka? Nein. Nö. Gehe ich mal gerade nach hier ganz hinten. Das ist alle nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich es finden müsste. Nee. Ja, eigentlich sind das hier die Triebwerke, ne? Aber es kann ja auch sein, dass woanders welche bei sind. Die ich jetzt nicht... Ah, hier... Nee. Das sind Aerodynamics. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wo ich etwas finde. Das ist... Hier. Okay. Nee, weiß ich jetzt nicht. Ich finde es nicht. Keine Ahnung, wo diese Teile sind, die der Drado gesagt hat. Kann sie zurzeit nicht finden. Sieht alles nie nach Triebwerken aus. Large Landing Gear. Nee, das ist... Ah, hier ist was. Aber das ist ja für einen Jet. Das ist Advanced Construction. Naja, okay, finde ich jetzt leider nicht. Keine Ahnung, ob ich da was übersehen habe. Eigentlich nicht. Habe ich jetzt hier gesehen oder habe ich da irgendwas falsch? Auf Twitch. Spider. Zippertron. Nö. Oder haben wir die schon? Nee. Gut. Spielt jetzt keine Rolle, lassen wir so. Ja, was machen wir dann? Gute Frage. Hier erstmal raus. Da nochmal rein. Zwei Leute habe ich keine Lust. Fly by the Moon, das wäre ganz interessant.
Der geht in einem Tag weg. Wie viel Zeit haben wir? Steht das da irgendwo? Ja, ich glaube, wir haben jetzt die Dingens. Ich nehme das, denke ich mal, an, ne? Kurz hier nochmal durchgecheckt. Das war ja schon geklärt. Decoupler in Flight. Will ich jetzt nicht wirklich machen. Bei Touristen habe ich auch keine Lust zu. Test Direct Detachment, wenn ich verrückt in Flight auf Kelvin. Okay, dann müssen wir nur gewisse. Nee. Nee, ich glaube, wir Fly by the Moon, den nehmen wir noch dazu. Und das wird unsere neue Aufgabe sein. Ich denke mal, da wird mir der Dralo noch einen Bauplan bestimmt zukommen lassen. Und dann bauen wir eine Rakete und gucken zu. Vielleicht ist ja die Rakete, die wir haben, schon geeignet dafür. So, 41 Punkte haben wir noch. Da fehlen nur 4, dass wir dann im Endeffekt noch eine Forschung machen könnten. Aber ob wir das wollen, ist ja natürlich auch eine Frage, ob das sinnig ist. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.